1:1 Schlussresultat hier in der Swisspor Arena zwischen dem FCL und den Berner Young Boys. Wir wollen über den Match reden, machen das mit dem Captain Michel Renkli. Ja, Michel, ihr könnt jetzt 2:0 machen, am Schluss ist 1:1. Da muss man schon ein bisschen enttäuscht sein, oder? Ja, schon. Ich glaube, es sind zwei verlorene Punkte. Hätte sicher, wenn du bis zur 85. führst, nachher dann, ja, willst du natürlich auch den Hype halten, den Sieg. Und leider haben wir dort noch das Goal bekommen. Wir haben ziemlich früh 1:0 geschossen. Warum ist es nicht gelungen, früher den Sack zuzumachen? Ja, ich glaube, IB ist keine schlechte Mannschaft. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir die an die Wand spielen. Wir haben weiterhin probiert, Chancen zu kreieren. Es ist uns mehr oder weniger gelungen. Ich glaube, IB hat auch ein gutes Spiel gemacht heute. Und es war immer gefährlich mit ihren Spielern. Und ich glaube, wir haben es gut verwaltet, das 1:0. Und nachher dann, wie gesagt, kommt die Penalty-Szene und dann gleich darauf an, noch der Ausgleich. Der Penalty, den er nicht reintönt, hat es nicht gekehrt. Aber der Ausgleich ist noch gelungen, der Werner Young Boys. Das Fazit, was bringt jetzt der Punkt euch? Ja, das weiß ich nicht. Jeder Punkt ist wichtig. Sicher auch, dass wir jetzt IB mit dem Punkt weiterhin hinter uns gebunden haben. Und ist klar, schade sind es nicht drei, es hat uns mehr geholfen. Okay, merci, Michel Renkli. Ja. Soweit also der Captain, 1:1 Schlussresultat hier in der Swisspor Arena zwischen dem FCL und den Berner Young Boys. We'll be right back.